Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen hier aus Belgien, aus Spa-Francorchamps, unserer 12. Runde in unserer F1 2021 Season 2. Wir sind, ja, auf einem guten ersten Platz in der Weltmeisterschaft und müssen das natürlich verteidigen. Wir werden dieses Wochenende auch das erste Mal mit unseren neuen Teamkollegen fahren, einen der besten, der größten und natürlich der wichtigsten Rennfahrer aller Zeiten. Aber jetzt hier mal die Strecke, 2 DRS-Zonen, 7000 Meter ist die Strecke lang, eine Höhe, sehr hohe, also viele Höhendifferenzen und 19 Kurven, fast jede Kurve an dieser Strecke ist eigentlich weltbekannt. Abonniert gerne den Channel kosten, also wir werden auch natürlich heute wieder ein Qualifying fahren, wie immer schaut auch gerne auf Instagram vorbei, ITU-Gaming und auch gerne auf TikTok, ITU-JT oder gerne auf its-tobi, da wird es auch vieles geben. Gestern hat auch unter anderem Haas gelauncht, links sind wir alle unten in der Bio und wir haben natürlich dazu ein Video gemacht. Meine erste Reaction zum ersten Auto der 2022er Generation. Es ist ziemlich cool, aber kurz geworden. Schaut gerne um rechts, weil ich habe es euch verlinkt und es ist echt ein sehr, sehr cooles Auto. Hat sich nicht viel verändert vom Design her, aber gerade die Vorgaben der FIA haben da ziemlich viel verändert. Also hier geht es rauf, Rouge und Mirabeau. Eine sehr, sehr tolle erste Kombination hier. Auch Lasuchs natürlich die erste Kurve. Und dann geht es hier gerade mal aus. Hier kannst du echt gut, wenn du als zweiter, dritter startest, dich dran robben. Man, natürlich hier auch das legendäre Hummelüber von Michael Schumacher, 19, boah, nagel mich nicht, 94, glaube ich, 94. Aber natürlich hat er hier viele Überholungen, aber auch die Kurve, die hängt und so schwierig zu fahren ist. Und ja, das und dann hier Vollschwung mitnehmen, weil ab hier geht es ja quasi Vollgas. Hier Double Gouge durch, Vollgas und alles Vollgas. Man geht hier, ja, ich habe einmal kurz gebremst und das war vielleicht auch der Fehler, weil dadurch bin ich ein bisschen zu weit hier rausgerückt und ja, ich habe da zu spät eingelenkt. Trotzdem noch okay, Lila im ersten Sektor, aber ich glaube, da hätte mehr gehen können. Gerade im Mittelsektor, da waren wir ein bisschen schlüssig und hier auch ein bisschen den Shuttle verpasst. Ich habe es zwar gerettet, aber ja, wirkt sich dann auf die Zeit aus, die nur grün leuchtet. Das ist natürlich not good und jetzt hier Blanchiment. Die letzten zwei Linkskurven, zack, eins und hier rechts, ganz, ganz nah, die ganz komplett die Track genützt. Und hier letzte Kurve, Bus-Stop, ja, hier gibt es eigentlich keinen richtigen Shuttle in der Kurve, rausbeschleunigen, viel Schwung mitnehmen, war jetzt so mittelmäßig, gibt zwar kurz die schnellste Rennrunde, aber wir mussten sie abgeben, weil wir leider wieder eine Plätzestrafe bekommen haben, Doppel-Pole-Position für McLaren, Lando Norris vor Daniel Ricciardo, wow. Also die zwei haben es mal richtig gemacht hier. McLaren Power, Hamilton dann auf 3, Perez dahinter. Bottas und wir sind nur auf dem 6. Platz, obwohl wir 13. schneller waren, gab es eine 5-Sekunden-Strafe. Hier unser Teamkollege, Ayrton Senna auf 7. Dann Leclerc und Verstappen, Alonso und Gasly und auch Senna mega stark mit dabei. Sainz und Stroll, Ocon auf 14. Dann haben wir Vettel auf 15. Yuki Tsunoda auf 16. George Russell und Kimi. Dann Latifi und Mazepin und die letzten der Startreihe, Mick Schumacher und Antonio Giovinazzi, der vermutlich eine Strafe bekommen hat, sonst wäre nicht zu weit hinten, weil die 2 Sekunden sagen da einiges aus. Aber wie ihr schon gesehen habt oder vielleicht auch im letzten Video erfahren habt, werden wir mit Ayrton Senna fahren und ja, natürlich ein legendärer Spruch, first you have to finish, hier in Belgien natürlich, ja, immer wieder schön, weil das ja auch das Wohnzimmer sozusagen von Michael Schumacher war. Er hat hier seine besten Erfolge gefeiert, unter anderem natürlich auch sein erster Sieg hier im, ich glaube, es war der Benetton. Ich bin jetzt nicht so ganz mit Michael Schumacher ja, so eins, das ist nicht meine Generation gewesen, trotzdem ist er natürlich einer der größten aller Zeiten. Unser Start war besser wie der von Bottas. Gut weggekommen hier, fast dran an Rad und dann hier gehen wir auch, da wollte ich nicht hingehen, weil Bottas hier seinen Teamkollegen einfach abrollen. Was macht Bottas hier? Bottas ruiniert Hamilton den Grand Prix, er sticht da rein wie ein Volltrottel und reißt ihn den kompletten Flügel runter, da gab es keine Berührung. Alter, und jetzt steht Hamilton hier auf der Rouge, jetzt steht er hier. Also keine Ahnung, was Bottas sein Ziel hier war, aber er hat auf jeden Fall für Durcheinander gesorgt in der ersten Kurve, weil wir gucken uns das natürlich alles danach in der Replay auf jeden Fall an, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr dumm, sehr, sehr, sehr dumm, ja, wir fahren dann natürlich auch, wäre es nicht schwer zu erkennen, mit neuem Design,
leicht angelehnt an das von alten Senna 1994, an dem Williams, mit dem er ja tödlich verunglückt ist. Ich bin auch leichter Williams-Fan von dem Design. Ich finde natürlich auch den, mit dem Damon Hill damals Weltmeister, dieses dunkelblau, ich weiß nicht, ja, ich weiß das ja nicht, dieser dunkelblau-gelbe Williams, der war auch so wunderschön. Und ja, es soll so angelehnt an diesen 94er alten Senna, an dieses alten Senna-Auto sein. Und Senna jetzt auch auf den 6. Platz. Ich hoffe, er kann heute wichtig Punkte holen. Der war im Qualifying so unglaublich stark, wirklich. Auch im Training weiter teilweise, wir waren da auf die Tausendstel genau. Ich glaube, im ersten Training waren wir 19.000stel auseinander, erster und zweiter. Und das ist dann echt schon Halleluja. Also wenn da so eine Legende am ersten Wochenende, in dem er im Auto sitzt, so mithalten kann, ist es natürlich krank. Aber man muss euch sagen, er ist, ich glaube, die zweitbeste Ikone im Game, also der Legende im Game. Und dann natürlich erwartet man sich da natürlich auch was davon. Massa war auch gut. Aber ja, hinten schaut man, wie viele Leute dann in die Box gehen. Alle, die da ein bisschen in diesen Start-Crash involviert waren. Ein Red Bull zum Beispiel, es ist nicht Paris, es ist dann Verstappen. Dann natürlich Hamilton. Ein Ferrari war da auch involviert. Und guck dich das Loch an. Hinter Senna ist ein Riesenloch, hat sich da gebildet. Gucken wir jetzt mal. Wir sind der dunkelblaue. Ja, genau, hinter dem Mercedes. Nein, neben dem Mercedes jetzt. Wir haben uns nicht berührt. Er verbremst sich jetzt so hardcore und ohne zu zucken. Er hätte ja auch rechts lenken können. Reißt er da einfach den kompletten Frontflügel von Lewis Hamilton ab. Da wundert es mich auch nicht, dass wir so Probleme hatten. Ich wäre den fast hinten drauf gefahren. Ich habe das gesehen, wie ich hier ins Gras gefahren bin. Also das hätte echt schlimm ausgehen können. Und ich musste da echt richtig verteidigen gegen Sergio Perez. Also einmal ganz spät die Seite gewechselt, aber wirklich ganz spät, sonst wären wir hier nicht, wo ich bin. Sonst wäre ich hier nicht, wo ich bin. Also wirklich, das war echt so eine unnötige Aktion von Valtteri Bottas. Vielleicht können wir uns den jetzt gleich mal krallen. Schnellste Rennrunde holen wir uns. Und wir sind doch gut hier dran gekommen. Das Problem ist, man kann eigentlich nur nach Eau Rouge überholen, weil sonst wird es schwierig. Also man hat hier natürlich Startziel, ist es eh etwas kürzere Geraden, aber hier geht es eigentlich theoretisch Vollgas. Seit der ersten Kurve geht es Vollgas und DRS gibt es auch. Also das sollte eigentlich einfaches Spiel sein für uns. Jetzt im Windschatten arbeiten wir uns hier dran, da liegen immer noch ein paar Teile herum, aber jetzt hier ganz, ganz spät. Ganz, ganz spät an die Bremse. Und das bringt uns hier den 3. Platz mal in der 3. Runde. Ist okay, jetzt müssen wir irgendwie noch die Doppel-McLaren-Führung hier sprengen. Ich möchte hier natürlich nicht der Party-Crasher sein, aber wir müssen da was machen. Wir kommen hier echt gut dran mit Ricardo, mit einem neuen Getriebe, gegen Ricardo. Nein, nicht von Getriebe, ich glaube Verbrennungsmotor haben wir gewechselt. Und der fetzt ordentlich rein. Ich habe mir auch diese Season dazu entschieden, nicht so oft alle Teile auf einmal zu wechseln. Also natürlich, wenn es effektiv ist, werden wir es machen. Sprich an Rennen, da wo ich mir sowieso keine guten Chancen ausmalen würde. Und jetzt, erste Kurve, da bin ich noch ein bisschen zaghaft. Man kann da auch reinstechen wie Bottas, aber man hat es eh gesehen. Wir werden auf jeden Fall entweder Singapur oder Japan benutzen, um alle Teile zu tauschen oder beide Wochenenden. Und dann ja, haben wir es, glaube ich, mit den Teilen bis Saisonende. Vielleicht dann noch einmal im letzten Rennen, aber das werden dann nur noch 5 Plätze strafen oder so sein. Ich möchte natürlich jetzt, bevor die WM nicht entschieden ist, gar nichts irgendwie ändern. Wir sind nicht Weltmeister geworden und deswegen, doch, wir sind Weltmeister geworden. Und deswegen, ja, möchte ich da nicht, möchte auf jeden Fall nicht übertreiben. Zöller, aber jetzt hier haben wir mal im Vorbeigehen Ricardo überholt. Der hat sich eigentlich als ziemlich einfach entpuppt. Norrie wird ein bisschen schwieriger, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Das wird ein schwieriger Fight mit einem komischen Ausgang auf jeden Fall. Wir werden hier nämlich, der zieht jetzt hier mal ganz, ganz schön davon, obwohl ich ES aufgedreht habe. So, jetzt gucken wir uns hier mal das Überholmanöver gegen Valtteri Bottas an. Ja, hier auch wunderbar die Rouge, da kannst du auch so schön mit draufkommen. Das Laggen ist auch seit neuesten leider immer wieder da, wir spielen auf Series X und da ist wirklich die Series X Version ist nicht ganz ausgereift für ihr Fans. Da laggt es immer herum, das ist nicht normal. Oh, Alter, Bottas mit einem fetten Querstier, auch in der Zeitlupe drin, ziemlich nass zu sehen. Und jetzt hier sind wir an Lando Norris dran, lila im ersten, grün im zweiten. Windschatten geht gut dran hier. Passt da rein, könnten wir bremsen.
Oder wir machen einen Undercut, falls nichts funktioniert. Das Problem ist halt, Nori weiß halt genau, da steht unter einem enormen Druck. Und Alter, so spät auf der Bremse. Und nein, wir gehen noch nicht in die Box. Das wäre natürlich auch viel zu früh. Wobei man eigentlich auf dieser Strecke in der ersten Runde in die Box gehen könnte. Und mit dem Weißen da, mit dem Gelben dann theoretisch. Und ja, da mache ich den Bottas fast. Komm, Alter, habt ihr es gesehen? Da kommt das Heck sofort. Da ist die komplette Strecke noch grün. Also da ist nichts, kein Fünkchen Grip. Ah, und dann teach mich an die Mauern. Hoffentlich war das noch kein Flügelschaden. Jetzt kein optimaler Exit. Trotzdem kommen wir hier okay dran. DRS gibt es trotzdem. Können wir uns dran robben? Ja. Aber es reicht nicht ganz, um hier schön dran zu kommen. Und ich setze mich hier mal neben ihn. Ja, oh mein Gott, da kommen wir über den Körper drüber. Da müssen wir auch aufpassen. Da dreht sich immer weg. Und jetzt hier Berg wieder runter, da kannst du auch eigentlich nirgendwo überholen, mal aus dem Windschatten raus, aus der Dirt Air, sonst werden die Reifen einfach viel zu heiß. Und jetzt runter. Eigentlich heißt es hier nur dranbleiben, ohne Reifen zu verbrennen. Ja, jetzt musste ich hier mal ein bisschen, da habe ich den Scheitel leicht verpasst und da zieht er wieder weg. Da ist nichts mit dranbleiben. Und jetzt hier Berg runter, jetzt hat er einen schönen Vorsprung, einen leichten kleinen Vorsprung hier. Und so, da raus beschleunigen. Kommen wir gut mit wieder. Jetzt haben wir wieder eine Zehntel aufgeholt. Hier auch besser rausgekommen als er. Und ja, letzten Sektor. Jetzt sind wir dran. Und jetzt kommt der Coup des Jahres. Wir gehen beide in die Box. Ich denke mir so, okay. Und wir bleiben. Das gilt. Man kann in die Boxen einfach rein überholen. China. Ich glaube, das war mal vor Hamilton gegen Vettel, glaube ich. Hat, oder das waren sogar zwei oder drei, hat er einfach in der Boxen einfach überholt. Es hat wirklich, das hat geklappt. Das war kein regelwidriges Überholen. Ich habe das online auch mal probiert. Leute, ich kann euch sagen, probiert es nicht online aus. Ich habe nämlich, ja, leider mich ein bisschen verscherzt, bin gegen die Boxenmauer gefahren, mich hat es weggedreht, wurde disqualifiziert, weil ich die Boxen einfach blockiert habe. Das ist nicht schön, muss ich euch sagen, aber hier haben wir dieses Riesenloch erwischt, dass wir unter anderem natürlich auch vorhin wegen dem Hamilton-Crash, Hamilton hatte da mit seinem kaputten Flügel, der musste eine Runde lang mit dem hinnigen Flügel herumfahren und hat dann ein richtiges Loch reingeklafft und das ist jetzt auch dieses 5-Sekunden-Loch, was wir dazu Con haben und noch 3 zu, diese 3 Sekunden zu Gasly. Hier auch mit einem fetten, mit einem Quersteher schon rein, richtig Aggression, aber da musste ich. Ja, dieser Sausage Cup ist auch nicht gesund, aber kannst auch nichts machen. Ich meine, was soll ich machen? Komplett runterbremsen? Dann wäre auch Norrie vorbei gewesen und da riskiere ich lieber einen Unterbodenschaden, der Gott sei Dank nicht da gewesen ist. Und jetzt gehen alle in die Box rein. Wir werden nicht Erster, aber wir übernehmen hier mal den zweiten Platz. Und ja, in der Gesamtwertung, weil Leclerc natürlich noch nicht in der Box war, aber Norrie, der bleibt dran. Halleluja, der bleibt hier dran. Und für Hamilton, guck mal, unten links ist das Rennen eigentlich vorbei. Der überholt nicht mal mehr die in der Box sind, oder? Nein, also jetzt gerade mit dem Bastop. Also Bottas, das war natürlich ein Satz mit X. Der er selbst hat sich dadurch natürlich nie kein Gefallen gemacht. Und auch Hamilton, also der fährt da, ja, jetzt hat er gerade mal einen überholt. Und jetzt sind wir auch in der letzten Runde. Es hat nicht, ich konnte mich nicht mehr absetzen von Norris. Also der ist hier dran geblieben. Ricardo hat ein bisschen abreißen lassen. Aber Norris, muss ich sagen, der Junge, der ist stark, Halleluja, wir konnten uns dann nicht mehr absetzen. Also ein Fehler und wir wären da vielleicht noch nicht mal auf den ersten Platz gekommen. Norris echt heute ein mega Rennen gefahren, auch der Drive of the Day für mich auf jeden Fall. Also ich bin's nicht. Schnellste Rennrunde in der letzten Runde. Und das war ein sensationeller Grand Prix, aber Belgien, die Rennstrecke bietet eigentlich immer wieder Platz für Überraschungen. Es ist eine coole Strecke. Und ja, wir sind Draft Day geworden, aber eigentlich hätte es dann Lando verdient, weil also Lando Norris ist heute echt ein makelloses Rennen gefahren und auch keinen Fehler gemacht, also nur bei der Boxeneinfahrt hätte auch nicht damit rechnen können. Sala, und wo ist bitte Ayrton Senna gelandet? Ich glaube, es ist nicht das Podium geworden. Aber unser Team kann sich trotzdem freuen. Wir haben hier wichtige Punkte wieder mitgenommen, auch für die Konstrukteurs-WM. Sala. Mit dem Handy. Und es ist nicht der dritte. Wir stehen in der Mitte von zwei McLaren. Ricardo links, rechts und
Lando Norris links. Ich bin so stolz, wirklich. Das war ein tolles Rennen. Ich hoffe, ihr fandet das auch. Und es geht weiter so. Ich hoffe, es geht weiter so. Wir werden natürlich auch nach Zandvoort gehen. Eine schwierige Strecke, komplett andere Bedingungen. Und dann werden wir auch noch nach natürlich Monza gehen. Unser Teamkollege wurde Fünfter. Das ist natürlich okay. Blöd, dass ihn Valtteri Bottas dann noch überholt hat, aber trotzdem von 7 auf 5. Also nichts zu meckern. Ich hoffe, Senna wird sich da noch ein bisschen einfinden. Mega erstes Wochenende. Ich meine, wenn ich mir denke, wo Massa gelandet ist in der ersten Zeit. Das Problem ist natürlich auch, dass Senna jetzt in der halben Season nur mehr auch die halben Punkte holen kann, die man theoretisch in der ganzen holen kann. Aber ich plane natürlich sowieso, ihn hier zu behalten. Also, tolles erstes Wochenende. Es ist natürlich eine Ehre, mit so einem mega genialen und tollen Fahrer in einem Team zu fahren. Wir haben dann natürlich noch neue Sponsoren genommen. Ein bisschen überschätzt. Hoffentlich werden wir das schaffen. 20 Punkte an einem Wochenende. Das wird schwierig, aber mit Senna, ich meine, der halt hat auch ohne Probleme den 5. Platz geholt. Das ist unser Design hier. Und natürlich die neuen Sponsorenkleber draufkleben. Aber für heute war's mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben einen neuen legendären Fahrer und das ist wirklich der größte aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja, hier natürlich noch ein paar Sponsoren. Ich dachte mir so mit Liquid Öl und so weiter. Die probieren hier so Greenwashing. Dann nehmen wir auch das grüne Bild. Er passt auch ein bisschen zum Design. Schlägt sich aber ein bisschen ab. Hier können wir nicht viel kaufen. Aber wir haben hier ein tolles Paket für Zandvoort und auch für Monza. Schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, auch gerne auf meinem TikTok-Account it's_tobi. Da gibt es immer wieder vom Land Stuff. Links wie immer unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns später oder morgen hier auf diesem Kanal. Abonniert den Channel gerne kostenlos und lasst doch gerne einen Daumen runter. Bis später oder morgen und game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.